Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei TKKG. Ich bin wieder da und habe ein bisschen Nachhilfeunterricht genommen im Morsen. Ich hoffe, das hilft jetzt. Wir müssen mal gucken. So. Das ist der Anfang. Hier geht es los. Das war ein K. Und das war ein Ende. Also K und Ende. Ende. Ja, so muss es stimmen. Der Buchstabe K steht laut Merkzettel auch für eine Aufforderung zum Geben. Das Boot startet also eine Anfrage. Aber ja. Der Gesprächspartner lässt noch auf sich warten. Oder wo bleibt sonst die Antwort? Tja. So, wenn man das halt eben weiß, dass halt eben das Erste immer, das Erste halt eben immer das Starten ist und das Letzte immer das Ende und man dann halt jetzt sich nur drauf konzentriert, die letzten beiden quasi zu machen, dann geht das natürlich. So, dann gehen wir nochmal hin. Hoffen, dass der schon da ist. Wie ich das so sehe, kommt von mir stets die gleiche Botschaft. Ja. So, aber die stehen ja halt eben da wunderschön drüben. Wir gucken einfach mal bei der Felsküste nach. Ah. Ups, ich wollte das Dalt ja nicht gleich in die Arme. Okay, Anfang. Den Rest weiß ich jetzt gerade nicht. Da muss ich wieder auf meinen Zettel gucken. Das erste war auf jeden Fall Anfang. So, Tafelberg, dann können wir direkt hoch und Anfang eintippen. Ah, Miss Styles antwortet. Anfang? Hier geht es los. Verstanden. Nee, gut, das nicht. Wieder von Anfang, bitte. Hm? War ein H, glaube ich, mit den vier langen. Ach, ein CH. Nee. Schau das. Nee, das war kurz. Also war nur ein. Warte. Ein H. So, okay. H. Okay, nochmal. D. War das jetzt ein einzelner Punkt oder ein doppelter? Haben wir einen doppelten Punkt? Ja, ein I. Hadi? Okay, nee, warten wir von vorne. Ja, Anfang. Verstanden. Das H. Ein D. Ein E. I. Düt, düt, düt. Also drei Punkte. Dann ein S. S. Verstanden, Hades. War das nicht da eine Höhle? Die da war? Und dann. Nun rufen wir an. Verstanden. Hm? Also, ja. Ja. Ah. Ah.
E. E. S. Ende. Ende. So ist es richtig herum. Was meint die Frau denn mit Hades? Darüber hat mir Miss Stiles doch mal was erzählt. Ich komme nicht drauf. Ich wette, es hat mit der Übergabe des Bildes zu tun. Ich muss mich beeilen. Ja, zurück zur Felsküste. Dann mal hin. Hier, war das nicht hier irgendwie eine von den Inseln da? Über der Müllkippe, genau. Hier, da. Genau da, wo sie daneben steht. Oh, wie einfallsreich. Na, dann mal hin. Also sie fährt dann weg. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, wie ich von hier in den Hades komme. Hier ist nichts. Schiff ist auch weg? Nein. Hier geht es zu einer anderen Seehöhle hinunter. Nicht zum Hades. Okay. Gucken wir hier vorne. Oh, ja. Hier, da. Hier befindet sich Miss Stiles auch. Ja, aber ich vermute mal das und Bild. Und keine Zeit, um sich auch noch mit einem Umweltskandal zu befassen. Oh, nee, mach doch mal auf und guck rein. Wie sollen wir sonst da hinkommen hier? Wie soll denn der Unsinn hier funktionieren? Also das passt nicht. Vielleicht ist da ein anderer intelligenter. Und guck da rein. Laut Stiles hat eine der Grotten mit der Unterwelt zu tun. Ja, die nicht. Meines Wissens ist das nicht der bezeichnete Ort. Das sag ich doch. So, hier, da rein. Wir empfangen kein Signal. Dann befindet sich das Bild gar nicht hier. Oder das Felsgestein behindert den Empfang. Oder der Kühlschrank. So viel zum Thema Kühlschränke und zum Schadstoff, den sie produzieren. FCKW. Wieso gibt's jetzt sonst noch irgendwas? Nö. Na toll. Wir haben doch hier gar nichts. Klößchen. Wenn du so viel Spaß dran hast. Ob das Boot hier an der Küste herumschippert? Nein. Hier kommt so leicht keiner heil runter. Ja, da wollen wir ja auch gar nicht runter. So. Oh Mann. Wir kommen doch nur hier hin. Mit Hades hadern, verheddern wir uns ganz. Hier gibt's aber sonst nichts weiter. Verdammt, mach den Kühlschrank auf. Ja, ist ja okay. Mach auf! Oh. Wo soll denn hier sonst noch was sein? Wir haben doch... Hades. Hier sind doch überhaupt gar keine Höhlen und alles. Das wird doch hier sein. Die Hadesgrotte liegt doch irgendwo hier drunter. Ja, meine ich doch. Hier kann der Hades nicht sein. Die Höhle sollte doch unterhalb der Müllkippe liegen. Ja, dann geh doch zurück und nimm den da. Die Hadesgrotte befindet sich unter mir. Ja, dann... Irgendwie muss Amanda Stiles doch hinuntergelangt sein. Durch den Kühlschrank wahrscheinlich. Der Umweltsünder hat mal wieder zugeschlagen. Da ist bestimmt eine Treppe drin. Das nicht längst eine Disziplin der Olympischen Spiele ist. Ja, ist doch okay. Angenommen, dort, wo der Kühlschrank liegt. Das muss ich wissen. Donnerwetter. Oh, hab ich doch gesagt. Die Männer Stiles entdeckt haben, als sie das Gemälde in der Grotte deponiert hat. Aber wenn sich die Stadt oben befindet, ist der die längst gelaufen, oder? Das Boot. Vielleicht bekomme ich noch mit, wer das Bild entgegengenommen hat. Ja. Ich muss hinunter, rasch. Ja, los, komm, dann Attacke. Zack, und runter. Oh Mann, das wird knapp. Beeilung, Beeilung. Oh nein. Pablo. Ich bin zu spät. Oh. Das Boot hat abgelegt. Das Gemälde ist an Bord und wir verlieren das Signal. Und eine Schlange. Puh. Ganz ruhig, denk nach, Gabi. Ja, hier, guck. Nicht denken, gucken. Schon einmal am Hafen bemerkt? Verdammt. Ja. Aha, ein Geldschein. Mhm. Miss Stiles hat wohl bekommen, was sie wollte. Raffgier macht blind, meine Dame. Die 100 Dollar sind nicht das Einzige, was sie übersehen haben. Der Peilsender ist ihnen glatt entgangen. Tja, auch gut. Und wieder nach oben. Nimm's mit. Oh, so, okay. Ja, wir wissen ja, welches Boot es war. Hier, die Pablo, die wird dann gleich im Hafen sein. Ja, da ist sie doch. Es würde mich nicht wundern, wenn der Scheinwerfer noch warm ist. Ja, also entweder gehst du hin oder lässt es sein. So, das heißt, wir müssen jetzt zum Disco-Besitzer. Dann mal hin.
So, okay, hier kommen wir gar nicht erst rein. Ich wette, der hat immer nur die gleichen Sprüche drauf. Ja, bestimmt. Okay, das heißt, wir müssen erst nochmal zum Hafen und das Boot vielleicht unter die Lupe nehmen, aber das wird Gabi ja wieder nicht machen. Und da. Sieh an, da ist das Schiff ja wieder. Ja, schön. Hast du es jetzt kapiert? Kommen wir jetzt in die Disco oder was machen wir? Aber wir gehen vielleicht vorsichtshalber nochmal mit den anderen beiden da lang. Sicher, sicher. Keine Frage, wo dieses Schiff gewesen ist. Ja, siehst du. Alle anderen haben es kapiert. Pablo Picasso. Nur ein Kunstliebhaber würde sein Boot nach einem der bedeutendsten Künstler des 20. Jahrhunderts nennen. Tja. Gut. So. Das heißt, jetzt geht's in den Club. Wir können ja hier nichts machen. Die Zelte sind ja uninteressant. Okay, da kommen... Ich glänze in dieser Hütte. Naja, weniger toll finde ich den breitschultrigen Schandfleck. Ja, gut. Geh weg! Ja, ja. Kennen wir. Okay, der DJ ist drin. Na, super. Gut, also hier können wir nichts machen. Ja, jetzt ist die Frage, mit wem kommen wir rein? Oh! Was ist denn hier los? Wenn der Boss sagt, du kommst hier nicht rein, dann kommst du hier nicht rein. Sie wissen wohl nicht, wen Sie vor sich haben. Ich bin Kunstdetektiv und befugt. Wenn hier einer befugt ist, dann ich. Gut, die sind beschäftigt. Ja, dann mal rein. Und die sind da hinten, da rein. Und dann gehen wir doch mal in die Kabine. Auf geht's, Karl. Aber nicht mit tollen Klamotten hier. So geht man doch nicht in die Disco. Hoffentlich stellt sich jetzt keine Tussi vor den Spiegel und trägt Lippenstift auf. Boah. Solange es eine schöne Aussicht ist, warum denn nicht? Aber passiert wohl nichts. Na super. Okay. Der ist beschäftigt, also wieder nur bei einem bestimmten TKKG-Mitglied. Ja. Dann ist als nächstes Klößchen mal dran, würde ich so behaupten. Darf's noch etwas mehr sein? Ich bekomme keine Luft! Ja, ja, macht ihr mal weiter. Okay. Der Peilsender. Oh, da piept was. Wenn der Empfänger sich noch am Bild befindet, muss er sich weit hinter dieser Tür verbergen. Ja, dann mal durch. Also hat jetzt Theo Horton das Gemälde. Der stinkreiche Clubbesitzer. Wir müssen die Tür beobachten, ohne aufzufallen. Den Roboter. Wir holen uns den Roboter. Karl, Roboter holen. Der hat doch eine Kamera drin. Endlich habe ich sämtliche Probleme beseitigen können. Ja, super. Super. Schön. Dann nehme ihn doch mit einfach. Verdammt. Oder haben wir hier noch was im Koffer? Das Display ist nicht gerade riesig, aber für eine einfache Bildübertragung reicht es einfach. Na siehst du, dann nimm's doch mit. Warum denn nicht? Verdammt. Meine Ausrüstung nicht ungeschützt herumliegen lassen. Muss ich jetzt etwa mit Karl noch dahin, damit er es kapiert? Also, manchmal denkt man sich so, wie können das die anderen TKKG-Mitglieder wissen? Da weiß auf einmal jeder alles, das kleinste Detail, was man besprochen hat, mit irgendjemand anders. Und ab und zu kriegen die nichts auf die Reihe, ne? Also. Dir werde ich's zeigen. Ja, ist okay. Lass mich los, du Grobian! Ja. Sehr schön. Sag doch was. So. Also, er hat's auch gehört. Super. Aber er kommt nicht hin. Dann gucken wir einfach mit den restlichen Leuten auch nochmal. Damit wir wirklich auf Nummer sicher gehen, dass wir es alle verstanden haben. Ich kann dich nicht hören. Ja, ist okay. Offiziell Beauftragter! Ja, offiziell was? Ja, schön, piep mal rum. Die sagen alle nichts mehr dazu. Was soll denn das? Hier ist doch nichts. Hier rüberschieben geht auch nicht.
wird es sicher erst nach Mitternacht. War das vorhin auch schon da? Was? Das Spiel? Oh Mann, sitzt der fest? Ja. Ah. Da blinkt was. Ich sehe was. Na gut, okay. Dann gehen wir doch mal dahinter. Okay. Perfekt. Ah. Jetzt sieht man zusätzlich den Privatbereich. Also doch keine Kamera. Ja, und nu? Passiert jetzt auch irgendwas? Oder nicht? Oder doch? Oder... Gut. Vielleicht braucht man nur Tim, um das Ganze zu drehen. Und dann gehen wir nochmal mit Karl da rein. Vielleicht erkennt der dann was. Hoffen was. Oh, nee. Zuzutrauen wäre es ihm. Was soll denn der Unsinn? Hier kommst du nicht. Ja, ja, ist klar. Ah, warum kommt man jetzt nicht nochmal rein hier? So ein Unsinn. Scheffler muss einen Grund haben, sich auf die Disco einzuschießen. Vielleicht ist er doch noch hineingekommen. Ja. Oder vielleicht brauchen wir jetzt endlich den Roboter, um da irgendwie rumzufahren oder so. Keine Ahnung. Ah, jetzt ist er wieder weg. Herkules weit und breit nicht zu sehen? Ja, komm. So ein Glück. So, hier piept das wieder schön rum. Dann gehen wir durch. Oh. Herkules. Also kontrolliert er zwischendurch auch die Tanzfläche. Tja. Die interessiert uns wiederum nicht. Ja, deshalb gehen wir ja auch hier rein. Mensch, Gabi, da hättest du ja auch wieder was Schöneres anziehen können. So, und nun? Hey, das ist doch Scheffler. Ich bin also nicht die Einzige, die Herkules Abwesenheit nutzt. Mhm. Hinter der Wandverkleidung verbirgt sich ein weiterer Eingang. Ja, haben wir uns schon gedacht. Der eigentliche Privatbereich sein. Ja, ist ja toll, aber... Ist der überheblich. Ach, und da ist auch der rote Schlüssel. Ah, cool. Oh, da habe ich unserem Kunstdetektiv Unrecht getan. Er checkt nur die Lage. Ah, ja. Sieht nach einer Alarmanlage aus. Mhm. Das dachte ich mir. Er kann sie nicht umgehen. Nur wer Theo Hortons Körpermerkmale besitzt, kann passieren. Das zumindest wissen wir. Irgendwo hinter der Wandverkleidung wird sich Kubischeks schöner Schelm befinden. Oder doch nicht? Wir brauchen Beweise, sonst machen wir uns lächerlich. Sogar Scheffler hat gezögert. Und ob er die Polizei hinzuziehen würde, sei mal dahingestellt. Okay. So. Das ist jetzt die Wand, klar. Die Sache ist jetzt, wie kriegt man die Wand auch erstmal wieder auf, bevor wir uns da weitere Gedanken machen, würde ich mal so behaupten. Ne, machen wir jetzt mal mit den anderen. So. Ach, da steht der Typ schon wieder. Da steht er auch wieder. Und mit Tim. Kein Durchkommen. Scheffler noch immer durch die Gegend schleicht? Bestimmt. So. Das heißt nur mit Gabi. Ne, das ist auch da. Verdammt. Also müssen wir jetzt doch den Roboter holen. Hoffentlich. Die Fernbedienung. Der Bewährungsprobe meines Roboters steht nichts mehr im Wege. Ja, sehr schön. Und da wir keine Zigaretten oder andere Sachen rauchen, also Zigarillos und so, nehmen wir noch Tycoon mit. Wollen wir doch mal sehen, ob wir nicht eine gesündere Methode finden, einen Raum voll zu qualmen. Ja. Sehr schön. So, mach zu. Und dann geht's los, Karl. Auf geht's. Zum Einsatz. So. Der Typ ist ja immer noch da, das heißt, wir kommen nicht durch. Dann müssen wir jetzt nochmal gucken. Wechseln wir einfach mal durch. Nee? Falsche Klamotten. Falsche Klamotten. Jo, das habe ich mir gedacht. So. Mensch, Tim, prügel dich doch einfach mit ihm. Und wir können durch. Opfer dich fürs Team. Zieh Leine, Kleines.
Aber wir kommen auch nicht... Müssen wir noch was anderes machen? Irgendwas anderes mitnehmen? Ach, den Roboter natürlich. Du putzt deine Brille? Das machst du doch meistens, wenn du aufgeregt bist. Oder wenn sie so verschmiert ist, dass der Vollmond für mich wie Streichkäse aussieht. Wenn das meine Eltern wüssten. Ich sage ihnen, wir gehen Planschen, bilden uns fort und schlafen uns mal richtig aus. Und was tun wir? Wir ziehen nachts um die Häuser. Tja, ist doch super. Wir brauchen jetzt nur den Roboter. Die Frage ist, wer darf ihn mitnehmen? Okay, hier liegt nichts, hier ist auch nichts. Auf geht's, Bottica 4. Auf dich wartet zwar keine Mars-Mission, aber du kannst uns dabei helfen, ein paar irdische Untiefen auszuloten. Jetzt trommel ich noch Gabi, Tim und Klößchen zusammen. Und dann geht es gemeinsam in den wirklich interessanten Teil der Disco. Tja. Hätte er doch gleich sagen können, dass man auf die Burg klicken muss, um ihn einzusammeln. Na gut. Alle Mann zusammen? Gut. Mein Glück färbt auf euch ab, Jungs. Herkules treibt sich bestimmt auf der Tanzfläche herum. Hauptsache, ihr hockt nicht hinterm Trickspiegel und beobachtet uns. Soll ich nicht erst wieder den anderen Spiegel zurückdrehen? Wenn er hinterm Trickspiegel hockt, bekommt er das mit. Inzwischen dürfte die Disco so voll sein, dass sich sowieso kein freier Blick mehr bietet. Wenn ich auch mal was sagen darf, wir lassen das Spiegelkabinett links liegen und nehmen uns jetzt die Wandverkleidung vor. Dann los, ehe uns einer sieht. Ja, dann mal los. Auf geht's. Wandverkleidung. Gehen wir jetzt vor. Wir schieben die Wandverkleidung beiseite. So wie Scheffler. Und dann? Karl? Dann lassen wir meinen Roboter unter die Lichtschranken hindurchlaufen und den Raum dahinter ausspionieren. Gut. Dazu müssen wir wissen, wie tief die niedrigste Lichtschranke verläuft. Klar, sonst geht der Alarm los. Das kriegen wir doch hin hier. Die drei, gib mir Rückendeckung. Geht klar, Tim. Okay, Häuptling. Wir sind startklar. Sie klemmt. Moment. Ah ja, nett. Gut, Karl, dreh dich um und sieh dir das mal an. Dieses Gerät ist dazu da, um eine Iris zu scannen. Also erkennt das Sicherheitssystem Horton anhand seiner Augen. Siehst du das Logo? Ein roter Schlüssel. Das System stammt von Red Key Solutions. Tja. Du, Horton hat keine Ahnung, dass die Firma ausgerechnet seinem Rivalen gehört. Bernd Radke. Radke, Red Key? Na Logo. Wenn man den deutschen Namen Radke englisch ausspricht, ergibt das... Red Key. Plötzlich habe ich ein flaues Gefühl in der Magengegend. Unser Körper hat eben seine Art von Alarmsystem. Na gut, so. Sag mal, quatschen wir jetzt über Anatomie oder geht es langsam weiter? Wir sind schon so lange unauffällig, dass wir anfangen, damit aufzufallen. Ja, warum quatscht er immer noch? So, auf geht's. Erst Talkum, ne? Willst du oder soll ich? Lass mich. Dank Gabis Nacken bin ich am Pusten geübt. Du wirst sehen. Puh. Ah, ja. Mann. Komisch. Kein einziger Lichtstrahl. Haben wir was falsch gemacht? Wohl kaum. Die Schlussfolgerung liegt klar auf der Hand. Der Augenscanner hat den Geist aufgegeben. Waren wir das etwa? Eher glaube ich, jemand hat ihn professionell ausgetrickst und dazu gebracht, sich abzuschalten. Was nun? Mensch, Jungs, dann lasst uns hineingehen. Ja, dann mal los. Genau. Wir stehen uns hier noch die Beine in dem Bauch. Also? Ja. Wartet. Ich schiebe die Wandverkleidung wieder vor. Ich würde sagen, das war einer, der sich damit auskennt, mit dem System. Eine Wendeltreppe! Psst, ab sofort kein Wort mehr. So. Guten Abend! Schön, dass wir uns mal persönlich gegenüberstehen, Horton. Bernd Radke, tatsächlich. Es war wohl nur eine Frage der Zeit, bis wir uns begegnen. Wie haben Sie es hierher geschafft? Hätten Sie Ihre Hausaufgaben gemacht, wäre Ihnen nicht entgangen, dass mir außer gewinnträchtigen Aktienpaketen ein Unternehmen gehört. Red Key Solutions. Klingelt's? Das Sicherheitssystem. Wenn es so unzuverlässig ist, kann es um Ihre Firma nicht so gut bestellt sein. Im Gegenteil. Unsere biometrischen Sicherheitssysteme arbeiten heutzutage einwandfrei. Keine Chance, an ihnen vorbeizukommen.
Aber ich habe bemerkt, dass Sie eine Version besitzen, die wir vom Markt nehmen müssen. Von einer Rückrufaktion ist mir nichts bekannt. Es gab keine. Die Version, die Sie besitzen, fiel auf, weil sich ein paar Kunden beschwerten. Brillenträger. Unsere Serviceleute besserten gratis nach. Die Scanner ließen sich bisweilen durch Lichtreflexionen irritieren. Das untersuchte ich genauer. Ein kleiner Spiegel in der Kontaktlinse und geschickt das Auge bewegt, voilà! Salopp gesagt, der billige Sensorchip verkracht sich mit der Software. Sie wollen den Schelm, nehme ich an. Bei unserem letzten Chat haben Sie mir zu viel damit geprahlt, Styles abgeworben zu haben. Unser kleines Wetteifern in Ehren. Aber der Museumsdiebstahl durch Styles geht eindeutig auf mein Konto. Oh, zugegeben, Scheffler war eine zweitklassige Wahl. Da Sie gerade Ihren Spießgesellen erwähnen. Mein treuer Herkules hat mir ein ganz besonderes Päckchen geschnürt. Wussten Sie, dass der arme Schnüffler unter Platzangst leidet? Sehen Sie nur, wie er sich bemüht, von seinen Fesseln loszukommen. Gönnen wir ihm den Spaß. Ah, endlich! Geben Sie auf, Horten! Radke hat eine Waffe auf Sie gerichtet. Das macht zwei gegen einen. Oh, Radke, was haben Sie getan? Dadurch, dass Sie den Iris-Scanner ausgeschaltet haben, kann hier jeder einfach reinspazieren. Sehen Sie? Kinder. Oh, huh? Nein! Damit heißt es jetzt 6 gegen 1. Verabschieden Sie sich schon mal von dem Bild. Von wegen, Radke. Sie glauben doch nicht, dass wir gemeinsame Sache mit Ihnen machen. Wir wissen alles. Und Scheffler kann sich reinwaschen, wenn er das Bild dem Museum zurückgibt. Genau. Das macht uns 5 gegen Sie beide. Ihr habt vergessen, wer hier das Sagen hat. Bitte denken Sie an die Sammlung. Die Einschusslöcher, das viele Blut. Lassen Sie es gut sein, Radke. Sie wollten beweisen, dass Sie mir ebenbürtig sind. Und das haben Sie. Ich an Ihrer Stelle hätte genauso gehandelt. Wir sind aus dem gleichen Holz. Ach, ich schenke Ihnen das Bild. Lassen Sie uns nur von hier verschwinden. Und die Kinder? Die überlassen wir gemeinsam mit Scheffler ihrem Schicksal. Gut. Was haben Sie vor? Taube, Trauben, Klauen, Knaben. Taube, Trauben, Knabbern? Was? Sie haben sich hier drin nicht allein auf mein System verlassen. Und hier kommt auch Ihr Herkules durch. Verstehe. Macht's gut, Kids. Ich lasse euch ein paar Wochen schmoren. Falls ihr einen schnellen Tod vorzieht, berührt eine Lichtschranke, dann kommt der Zimmerservice und macht eurem Leiden ein Ende. So, okay. Oh nein! Hinter uns hat sich auch eine Tür geschlossen. Scheffler ist nicht der Einzige, der in einer Nische festhängt. So schnell geben wir uns nicht geschlagen. Sie haben vergessen, mir das Handy abzunehmen. Ha! Kein Empfang. Super. Astenomia? Police? Nee! Kommen Sie! Come to Cyclop! Wenn man es richtig anpackt. Please! Hallo? Hallo! Keine Verbindung. Und ich kann mich hier nicht vom Fleck rühren. Bleibt alle, wo ihr seid. Wir müssen die interne Alarmanlage abschalten und für frische Luft sorgen, sonst gehen wir drauf. Ja, ja, ist ja okay. So, Roboter! Ich wähle dich, oder so ähnlich. Wie heißt das? Da ist er. Wenn sich hier noch einer frei bewegen kann, dann Bottica 4. Mit seiner Hilfe müsste doch die Tür zu öffnen sein. Ich weiß noch, was Horten gesagt hat. Es klang wie ein Merkspruch für die richtige Reihenfolge, in der die Knöpfe auf der Tastatur gedrückt werden müssen. Der Spruch lautete: Taube, Trauben, Klauen, Knaben. Taube, Trauben, Klauen, Knaben.
Okay, dann zückt die Fernsteuerung und schickt den Roboter los. Gut. So. Fernbedienung, los geht's. Okay, ich erkläre sie euch kurz. Hier lässt sich Bottica 4 im Raum steuern. Mhm. Hier lässt sich einstellen, welchen Blickwinkel seine Kamera haben soll. Mhm. Bottica 4 hat sogar einen kleinen Zoom für die Kamera. Damit kann ich das Bild ein wenig näher heranholen. Und hier kann ich die Helligkeit des Kamerabildes ein kleines bisschen verändern. Mhm. Hiermit lässt sich auf dem Bildschirm ein Ziel im Raum anvisieren. Und aha, damit lässt sich harmlose Munition abfeuern. Alles klar. Konzentrier dich auf Steuern. Wir gucken mit dir, was sich auf dem kleinen Bildschirm tut. Na, dann mal los. Wie lange hält Bottica 4 durch? Siehst du die Energieanzeige? Sie zeigt, wie viel Saft dem Roboter bleibt. Na geil. Wir sollten aber klug vorgehen. Jede sinnlose Aktion kostet uns wertvolle Energie. Und die Batterie wird nicht endlos durchhalten. Gut, okay. Sinnlose also Energie. Also Trauben, Klauen, Knaben. So, wir haben einen 2, 5, 12-eckigen Raum. Na? So, das sind hier irgendwelche Typen. Die waren wo? Sagen wir hier. Irgendwelche komischen Typen. So. Da sind die Trauben. Mach mal ein bisschen ran. Und den Zoom. Das sind die Trauben. Okay. Halt, ach, hier der Schrei von keine Ahnung wem. Das ist die maximale Position. Weiter von Alpha. Also die Trauben sind Alpha. Okay, ein bisschen zurück. Jawohl, das passt. Dann wieder ein... Wenn ich nur rechtzeitig die Polizei verstehe. Ja, Schnauze. So, da steht TKKG, Taubentraum, Clown, Knaben, nee, ein Clown ist das hier nicht. So, was wäre denn hier? Hier sind andere Sachen, halt, nee, geh mal runter. So, da ist ein Kind. Könnte ein Knabe dabei sein? Weiß ich nicht. Da sind aber auch Frauen dabei. Da weiß ich nicht, ob das zählt. Okay. Oh weh. Lange halte ich sie nicht mehr aus. Ja, Schnauze. Ach, der hat ja auch, na. Okay, ich schreibe das mal, mit dem Knaben schreibe ich mal, hierhin ein Vieh. Müsste das sein. So, dann machen wir hier wieder runter. Ne, das ist... Achso, das ist die Dings. Soll das hier ein Clown sein? Hm. Clown, Knabe. Ne, eine Traube ist das ja auch nicht. Okay. Schreiben wir uns mal auf. Ja, eventuell ein Clown, aber ich vermute eher nicht. So, was ist hier? Ach, hier ist die Taube, okay. Was soll das hier für ein Dings sein? Ach, hier, na, wie heißt denn das hier? Taube. Ja. Ach, mit dem Namen, da war ich noch nicht. Lasst mich aus dieser Nische raus! Ja, Schnauze. Wetter. Kommt schon, kommt schon! Das könnte... Nee, das... Eigentlich ein Clown ist es ja nicht, aber wir sind einmal komplett rum, ne? Also müsste das eigentlich ein Better sein. Also das ist vielleicht ein bisschen eher ein Clown. So, wir drehen mal nochmal ein bisschen weiter. Hier sind die Trauben, definitiv. Wollen wir gar nicht weiter gucken. Das war hier irgendwas anderes, genau... Bild, Stuhl. Die Luft hier drin ist zum Ersticken. Ja, Schnauze, ich bin hier am Steuern. Hier ist ein Schlüssel. Ja, aber das ist ja eigentlich kein Clown. Nehmen wir das als Knabe, das passt gut. Dann zielen wir doch mal. Also vielleicht erstmal ein bisschen ranzoomen. Mehr geht Bottis Kamerazoom nicht her. Ja, ist ja okay. Also, Taube, war der da?
Boah, Alter, ist der ungenau. Den da. So treffe ich nicht. Ich bin noch zu weit weg. Okay, also wir müssen weiter ran. So, also. Gamma? Ja. So, Traube war Alpha. Ups. Alpha. Alpha? Beta. Beta. So, und Knabe war Vieh. Fieber, da unten rechts. Ich glaube, ich habe einen Krampf im Bein. Ja. Zeta. Ach, Zeta soll das sein? Diese Kombination stimmt nicht. Nee, das ist auch, warte mal. Ah, der hier. Ach, hier. Nee. Warte mal. Taube war klar. Ja. Traube auch klar. Clown könnte jetzt hier was anderes sein. Wir könnten das nochmal probieren. Okay, na gut. Wir haben ja noch ein bisschen Munition. Also. Nehmen wir den. Ah. Komm. Gamma. Ewig wird das euer Spielzeug nicht mitmachen? Ja, ist doch okay. Danke, wir wissen es. Dann gehen wir halt eben drauf. Alpha? So, dann könnten wir den nehmen. Delta! Gerne. Und hier das Vieh eigentlich. Oder, nee, wie haben sie es genannt? Zeta. Zeta. Ihr verschwendet nur eure Zeit! Das ist komisch. Unten. Wir haben doch aber gar nicht andere Möglichkeiten hier. Ich muss hier raus! Es geht nicht darum, wie viel Batterie er hat, sondern bevor er durchdreht hier, würde ich eher sagen. So, jetzt mal komplett raus. So, dann steht der da. Der steht bei den Tauben da. Ja. Gut. So, da unten. Halt, geh mal. Nee, das passt. Geh mal runter hier. Soll das sein? Da ist ein Tiger. Naja, nee, ist ja egal. Ja, das ist auch berühmt. Vielleicht heißt das irgendwie besonders. Die Energie von Botica 4 geht zur Neige, Leute. Ja, wir ja müssen okay. Uns ranhalten. Ja, der Schrei. Ach, verdammt. Alpha. Trauben. Also Alpha ist definitiv die Trauben. Und den Dings hatten wir auch. Ewig. Ja, ist ja okay. So, wir können es jetzt fürs nächste Mal hinschreiben. Halt, der Dings, der ist nicht dabei. Der kann gar nicht sein. Halt, mal. Und was soll das sein? Botica 4? Keine Energie mehr. Juhu! Schluss mit den Spielereien! Ich kann nicht mehr warten! Nur raus aus dieser Nische! Bumm! Nicht! Hey, super! Aber das kennen wir ja schon. Oh nein. Bitte, verschonen Sie uns. Herkules. Wir sind geliefert. Der macht uns alle. Das war's dann wohl. Eh kann's dir nicht sein. Zeigen. Das können unsere TKKG-Freunde nicht zulassen. Willst du es noch einmal versuchen? Also die beiden können es definitiv nicht sein. Die Taube wissen wir. Das Dings, ja, das ist doch kein Clown, verdammt.
Ja, ich würde sagen, dann probieren wir es doch glatt nochmal. So, nach einer kleinen Essenspause geht es natürlich nochmal los. Auf geht's. Wie lange hält Bodycar 4 durch? So, außerdem... Siehst du die Energieanzeige? Sie zeigt, wie viel Saft dem Roboter bleibt. Wir sollten aber klug vorgehen. Jede sinnlose Aktion kostet uns wertvolle Energie. Und die Batterie wird nicht endlos durchhalten. Okay, also los. Taube, Trauben, Klauen, Knaben. Ah, die meinen die Klauen. Also, Taube, Knabe passt auch, und aber Klauen. Ah, dann wird doch ein Schuh draus oder so ähnlich. Na gut, so, nochmal, also, Taube, Traube, Klaue, Knabe. So, dann schauen wir nochmal. Hier ist erstmal nichts. Wir gucken schnell mal hoch und sehen... Mehr geht Bottys Kamerazoom nicht her. Ja, geh hoch. Das ist die maximale Position. Oh. Weiter geht es nicht. Schnauze, fahr zurück. Also Beta gibt es nicht. Diesen komischen Typen. So, dann ein bisschen nach links. Da sind die Trauben. Das ist Alpha, ne? Ja. Also die Trauben sind Alpha. Dann geht es hier hin. Dann geht es einmal runter. Da steht TKKG. Okay. Also. Das Ganze gibt es nicht. So. Da ist auch nichts dabei. Und das ist das. Los auf, dass dieser Herkules nichts mit. Ja, ist doch okay. So, das ist, warte mal, weiter nach hinten. Das ist hier. Gibt's hier irgendwas Spannendes? Das könnten hier die Knaben sein, die es wieder gibt, da links. So, die Knaben. Das ist, das Zeichen, jawohl. Weiter. Hier ist die Tür, das heißt, dieses Zeichen gibt es dann auch nicht. Was ist das hier? Nur rechtzeitig die Polizei verständigt hätte. Klon. Nein, also das gibt es auch nicht. Und weiter. So, hier haben wir die Taube. Taube ist, das da. Huch. Dann fehlen uns einmal hier die Klauen von diesem Tiger. Ach, die gibt's hier auch. Okay. Das heißt, dieses Zeichen haben wir auch. Gut, okay. Dann suchen wir jetzt eben mal die Tür. Na komm. Nein. Rum. Nehmen wir die. So, okay. So, halt. Das ist okay. Also, die Taube. Ach, fuck. Das heißt, wir müssen hier. So treffe ich nicht. Ja, dann geht doch ein bisschen hoch. Und hat ein bisschen rechts drei. Gamma. Gamma, Alpha. Ah! Komm. Alpha. Alpha? Gamma? Ich kann einfach nicht mehr lange stillstehen! Beeilt euch gefälligst! Ja, ist doch okay. Falscher. Egal, ein bisschen nach runter. Wir haben es geschafft! Mensch, das hört sich doch gut an. Im Himmel sei Dank. Dann ist mein Notruf doch noch rausgegangen. Ach, frische Luft. Und die Verbrecher haben es gerade mal bis an die Oberfläche geschafft, wo sie der Polizei in die Arme gelaufen sind. Die Polizei, dein Freund und Helfer. Der Spruch bewahrheitet sich auch auf Zypern. Hören Sie, ich bin Philipp Scheffler, Kunstdetektiv. Diesen Fang haben Sie mir zu verdanken. Wie bitte? Lass ihn doch, Karl.
Die Wahrheit über Radke, Horten und Konsorten kommt dank uns jetzt sowieso heraus. Ja, ja. Und wieder das wunderschöne Laden. Na, was ist das? TKKG ist es gelungen, die Situation zu meistern und heil davon zu kommen. Susanne und ihr Freund haben die gute Nachricht bereits erfahren. Ich bin beeindruckt. Wisst ihr überhaupt, was die Kunstwelt euch zu verdanken hat? Die Polizei hat unter Hortens Disco viele berühmte Gemälde entdeckt, die in den letzten Jahren aus Museen und Privatsammlungen gestohlen worden sind. Und dann noch Radke. Mal sehen, was die Polizei bei der Hausdurchsuchung bei ihm in Hamburg alles findet. Radke und Horten haben sich auf einer Auktion im Internet kennengelernt. Sie waren Rivalen. Jeder von ihnen wollte die wertvolleren Bilder besitzen. Tja, und nun sind die beiden über 4 Detektive gestolpert. Und über einen kleinen Roboter. Das wird Schäffler nicht gefallen. Auch der Kunstdetektiv wird verhört und zur Rechenschaft gezogen werden. Der Fall ist gleich doppelt und dreifach gelöst. Danken wir Dike, der Göttin der Gerechtigkeit. Und Themis, Göttin der Ordnung und des Rechts. Und Nemesis, Göttin der Vergeltung für Übeltaten. Ha! Bei so viel Frauenpower hat Hermes, Gott der Diebe, natürlich keine Chance. Aber Hermes beschützte nicht nur Diebe. Er ist auch der Gott der Kaufleute, Klößchen. Noch einer, der ein doppeltes Spiel treibt. Apropos, was ist denn mit Amanda Styles? Hat man sie gefasst? Bislang nicht. Aber die Polizei fahndet bereits weltweit nach Cookie. Schlechte Nachrichten, Nico? Was haben Sie da? Doch nicht etwa einen Glückskeks? Wie? Ja, ein Glückskeks. Er lag hier und war schon angebrochen. Stammt er von euch? Nein, aber... Ach, lesen Sie einfach vor, was auf dem Zettel steht. Er ist handgeschrieben, nicht wahr? Und es ist eine weibliche Handschrift. Euer Scharfsinn überrascht mich immer wieder. Also hier steht, wenn der Keks aufbricht, gebührt den Krümeln Respekt. Hä? Damit will Amanda Styles alias Cookie wohl sagen, dass sie sich verkrümelt hat. Und stolz auf uns ist. Wir müssen ihr doch nicht etwa hinterher. Denk an unsere Reisekasse. Malaysia, Rio, Reykjavik, alles nicht drin. Nein, nein. Die Polizei kann ja auch mal was machen. Außerdem sollten wir endlich mal anfangen, unsere Ferien zu genießen, oder? Wir werden eine Menge Spaß haben. Ja, und heute geht alles auf uns. Kalidia Skedasi. Viel Vergnügen. Endlich. Dem Ferienspaß steht nichts mehr im Weg. Und wenn Tim, Karl, Gabi und Klößchen gut erholt heimkehren, heißt es bestimmt bald wieder ein neuer Fall für TKKG. Ja, den Laderuckler nutze ich doch gleich mal und sage schön, dass ihr es mit mir ausgehalten habt und bis hier geschaut habt. Wenn euch das gefallen hat, dann schaut doch einfach weiter zu. Es gibt noch ein paar andere Let's Plays auf dem Channel und ein paar werden noch folgen. Von mir sowie auch von meinen Mitstreitern. Und ja, wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Macht's gut, ciao!